Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zum 33. Webinar der E-Control begrüßen, heute zum Thema Tarifkalkulator neu. Ich habe vor, in den nächsten Minuten Ihnen ein bisschen über den Relaunch des Tarifkalkulators der E-Control zu erzählen. Einerseits, warum wir das überhaupt gemacht haben. Ich zeige Ihnen einige Abfragemöglichkeiten, die bisherige leichte Abfragemöglichkeit im Tarifkalkulator in neuem Gewand, dann aber auch zwei neue Funktionalitäten, nämlich die Abfrage für Überschusseinspeiser im PV-Bereich und zu guter Letzt auch noch Abfragen, wenn man einen Smart Meter hat. Was waren eigentlich die Hauptgründe, um den Tarifkalkulator neu erstellen zu können? Einerseits ist es so, dass der Tarifkalkulator weiterhin eine der wichtigsten Applikationen oder sogar die wichtigste Applikation der E-Control ist, mit etwa 500.000 Besuchen pro Jahr. Und es ist auch eine Schnittstelle für weitere Marktteilnehmer, die Daten von uns beziehen, um ihren eigenen Kunden eben Informationen zur Verfügung stellen zu können. Es ist aber auch für uns eine direkte Schnittstelle, um direkt Kontakt mit Haushalten und Gewerbeunternehmen aufnehmen zu können. Wir haben dieses Projekt vor 16 Jahren bereits gestartet mit einem ersten Tarifkalkulator, der noch relativ einfach gebaut war, durchaus angemessen der damaligen Situation des Wettbewerbs. Mittlerweile hat sich einfach sehr, sehr viel getan, sodass mehrere Updates notwendig waren, wie zuletzt 2009, 2010 und 2014. Das Projekt zur Neugestaltung des Tarifkalkulators wurde 2014 dann gestartet und ist jetzt vor einigen Tagen am 20. Oktober live gegangen. Wir haben mittlerweile 165 registrierte Strom- und Gasteilnehmer in unserer Datenbank mit insgesamt über 1200 aktiven Produkten, die österreichischen Kunden angeboten werden. Was war der Grund für die Neugestaltung? Einerseits ein neues Webportal, das die E-Control seit 2015 verwendet, sodass der alte Tarifkalkulator nur noch schwer integrierbar war. Und zweitens auch die Notwendigkeit, sich den geänderten Wünschen der Haushalte insbesondere anzupassen, indem einfach immer mehr mobile Versionen nachgefragt werden, sodass wir auf ein Responsive Design Konzept umsteigen mussten. Was waren die wichtigsten inhaltlichen Anlässe? Einerseits die Intensivierung des Wettbewerbs im Strom- und Gasbereich. Zweitens die Diversifizierung der Strom- und Gasprodukte. Das heißt, es gibt viel mehr Produkte und viel mehr Preismodelle, die darzustellen sind. Drittens ist wohl auch darauf hinzuweisen, dass das alte Konzept, nämlich das billigste Produkt ist immer das Beste, immer weniger und weniger gilt, sodass es notwendig ist, auch zusätzliche Eigenschaften von Produkten besser darstellen zu können. Und zu guter Letzt die Frage oder das Problem, dass natürlich auch in Österreich immer mehr Konsumenten vom reinen Konsumenten zum Produzenten geworden sind. All diese Funktionalitäten sind eben besser darzustellen. Dadurch war es notwendig, ein neues Tool zu kreieren. Vielleicht ein paar Anmerkungen zum Energiemarkt und zur Angebotsvielfalt. Zur ersten Frage in diesem Bereich vielleicht. Ich habe schon davon gesprochen, dass wir in letzter Zeit viel mehr Produkte haben, aber wir haben auch viel mehr Anbieter. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wie viele Stromanbieter glauben Sie, hat ein Haushalt in Wien zur Auswahl? Sind das 20, 45 oder 70 Anbieter? Sie haben jetzt eine gewisse Zeit.
um hier zu klicken. Ich sehe schon, die ersten Klicks kommen herein. Das dürfte stabil sein, es klickt niemand mehr. Ja, jetzt kommen noch ein paar. So, dann schließen wir das. Die Mehrheit der Teilnehmer hat sich eindeutig mit fast 3/4 der Klicks für 70 Anbieter ausgesprochen. Wir werden gleich sehen, ob das stimmt. Tatsächlich ist es so, dass es etwa 45 Anbieter sind. Sie sehen hier die bläulichen Balken, zuletzt 2017 45 Anbieter, allerdings umgekehrt in der Größenordnung von 120 Produkten. Das heißt 45 Unternehmen mit insgesamt 120 Produkten, aus denen ein Haushalt in Wien auswählen kann. Wie Sie sehen, eine dramatische Erhöhung innerhalb der letzten 7 Jahre, wo wir noch ein bisschen mehr als 10 Anbietern lediglich hatten, mit 10, 12 Produkten insgesamt in Wien. Das heißt, eine Vervielfachung der Produktauswahl. Worin bestand nun diese Vervielfachung? Einerseits natürlich viel mehr unterschiedliche Preismodelle. Gibt es Preismodelle mit und ohne Preisgarantie und Indexpreisanpassungen? Mehr als 60% aller Produkte haben eine Preisgarantie und die dauert dann zwischen 1 Jahr und 3 Jahren ab Vertragsabschluss. Und mehr als 15% aller Produkte haben bereits eine automatische Preisanpassung, üblicherweise eine Preisanpassung, die sich in der einen oder anderen Weise am Großhandelspreis orientiert. Die Hälfte der Produkte sind reine Online-Produkte, und Online-Vertragsabschlüsse sind auch bei fast allen alternativen großen regionalen Anbietern möglich. Eine Funktionalität, die sehr gerne nachgefragt wird, ist auch die gemeinsame Rechnung über Energie- und Netzkosten. Dies ist bei der Hälfte aller bei uns enthaltenen Angebote möglich. 90% bzw. mehr als 90% der Produkte sind reine Ökostromprodukte, was über die HKN, die Herkunftsnachweisdatenbank, nachgewiesen wird, der Fall. Und auch wichtig und immer wichtiger wird auch die Frage, woher die Nachweise für die Stromkennzeichnung stammen. Ich zeige Ihnen jetzt eine einfache Abfrage im Tarifkalkulator neu, wie bisher, also da hat sich nicht besonders viel geändert. Wenn Sie sich noch an den alten Tarifkalkulator erinnern, so ist es so, dass dort die Abfragen auf dem Bildschirm waren, dann ist man auf Detailseiten gekommen. Neu ist, dass die gesamte Abfrage nun in der linken Spalte stattfindet und rechts in einem Fenster die Ergebnisse dieser Abfrage da sind. Rechts oben sehen Sie dann auch die Anzahl der Produkte. Ich gehe mal mit der Maus dahin. Das sehen Sie hier. Hier sehen Sie die Anzahl der gefundenen Angebote. Das verändert sich dann auch nicht. Und hier haben Sie die Möglichkeit, dann darunter über Filter Teile dieser ursprünglich also dargestellten Liste herauszufiltern. Was auch möglich ist, sich dafür zu entscheiden, bei dieser einfachen Abfrage bereits, ob einmalige Wechselrabatte einzubeziehen sind oder nicht. Defaultmäßig ist hier ja ausgewählt, wie Sie hier sehen. Hier ein Beispiel, weiterhin die 121 Angebote, aber bereits einige Filter ausgewählt, wie zum Beispiel, ich möchte nur Angebote mit einer Gesamtrechnung haben, ich möchte nur Angebote mit einer Preisgarantie haben und dann ergibt sich eben eine reduzierte Liste. Hier diese Zahl bleibt allerdings konstant und weist darauf hin, dass man eigentlich 121 Angebote hätte. Neu ist, und das hier entsprechen wir einem vielfachen Wunsch, der in den letzten Jahren geäußert wurde, viel mehr unterschiedliche Anzeigemöglichkeiten zu erlauben. Einerseits hier oben die Möglichkeit, alleine den Energiepreis darzustellen, und zwar einerseits in Cent pro Kilowattstunde,
und andererseits eben in Euro pro Jahr alleine für die Energie. Das ist deswegen wichtig, weil eigentlich das der Teil ist, der unter Wettbewerb steht. Zweitens, auch das ein vielfacher Wunsch, es ist natürlich je nachdem, wie die Rabattgestaltung der einzelnen Anbieter verläuft, ein Vergleich über ein Jahr oder auch 2 oder 3 Jahre führt dann teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wie Sie hier sehen, in einem Jahr gibt es Einsparungen von 263 Euro, im zweiten Jahr von 308 Euro und bei 3 Jahren sogar 462 Euro. Das kann auch dazu führen, dass Lieferanten, die bei einer Abfrage über ein Jahr an erster Stelle stehen, über 2 oder 3 Jahre nicht mehr an erster Stelle stehen. Insofern kann hier der Nutzer die Abfrage von seinem eigenen Wechselverhalten abhängig machen. In den Produktdetails wie bisher weitere detaillierte Informationen über das Angebot. Neu ist hier, dass die Darstellung etwas verändert wurde. Es wurden alle Informationen zum Thema Netz, alle Informationen zum Thema Energie zusammengefasst. Das ist ein bisschen anders als in der Vergangenheit. Hier sehen Sie dann die ladbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Preisblätter und Verträge, die hier die Lieferanten hochladen und die Kunden können bei der Benutzung dann alle diese Vertragsbedingungen sozusagen als PDF downloaden. Weiterhin möglich, so wie bisher, ist es, mehrere Angebote zu vergleichen in einer Sicht. Die maximale Anzahl der Vergleiche ist 3, also mehr als 3 Angebote kann man nicht gleichzeitig miteinander vergleichen. Der bisherige Lieferant ist immer mit enthalten. Das heißt, man kann jeweils 2 zusätzliche Angebote in den Vergleich mit aufnehmen. Wir haben sehr, sehr lange darüber überlegt, wie wir die Darstellung verbessern können hinsichtlich von Float-Produkten, da diese Produkte ja einer monatlichen Preisänderung unterworfen sind. Eine der Möglichkeiten, die wir gesehen haben, war einfach auch historische Darstellungen zu zeigen, so dass man sehen kann, wie sich dieses Produkt im Vergleich zu anderen Produkten bewegt hat. Wie man hier sieht, wäre hier ein Optima-Produkt zum Beispiel verglichen mit dem Optima Float und noch einem dritten Produkt, so dass man sehen kann, ob es zumindest historisch jeweils besser gelegen ist als das bisherige Produkt, das ein Haushalt zum Beispiel hatte. Das soll ermöglichen, dass man auch eben für derart höher variante Produkte auch sehen kann, ob sie im Schnitt einfach besser sind als ein Vergleichsangebot. Eine zweite Frage an die Teilnehmer. Wenn Sie sich erinnern, im alten Tarifkalkulator hatten wir den sogenannten Watchdog, wo man sich Preisinformationen automatisiert zuschicken lassen konnte und Vergleiche da machen konnte. Hier jetzt die Frage, ob es das auch im neuen gibt, ob Sie das schon wissen. Ja, nein, weiß nicht. Bitte wieder klicken. Glauben Sie, gibt es weiterhin eine solche Funktionalität? Gut, Sie haben natürlich recht. Das ist schon fast ja, ich glaube, wir können schon aufhören. Wenn ich schon die Frage so stelle, ist davon auszugehen, dass wir diese Funktionalität natürlich haben. Tatsächlich 80% in etwa haben auf Ja geklickt. Die restlichen gut 20% haben auf Weiß nicht geklickt. Tatsächlich haben wir diese Funktionalität, nämlich indem man hier nach der Abfrage auf Abfrage speichern geht und dann einen Namen einträgt und dann einzelne Bedingungen angibt, unter denen eine automatische Information per E-Mail an den Kunden geschickt wird, nämlich wenn die Einsparung einen Wert überschreitet, wenn es Änderungen bei bestimmten Produkten gibt und so weiter und so weiter. Man kann auch nicht nur eine Abfrage speichern, sondern wie Sie unten am Bildschirm sehen, sogar mehrere Abfragen speichern, die man dann auch wieder löschen kann bei Bedarf oder eben anpassen kann.
Zwei neue Funktionalitäten, auf die ich jetzt gegen Schluss eingehe, ist einerseits die Frage PV-Überschusseinspeisung. Das war bisher im Tarifkalkulator nicht inkludiert. Das heißt, man musste auf anderem Weg einfach sich überlegen, wie man mit einer eigenen PV-Anlage, Photovoltaikanlage, seine Kosten optimieren kann, ob sich so eine Anlage auszahlt und welche Kombination möglicherweise von Liefervertrag und Überschusseinspeisevertrag die optimale ist. Hier wollten wir eine gewisse Unterstützung anbieten über unseren Tarifkalkulator, indem man hier Überschusseinspeisung PV mit einbeziehen auf Ja anklickt, in weiter Folge dann eine neue Abfrage macht. Oben natürlich ganz normal würde man die Verbrauchsdaten eingeben. Und dann bekommt man hier bei der PV-Überschusseinspeisung, nachdem man angegeben hat, wie viel Kilowattstunden man durchschnittlich im Jahr zurückspeist, beziehungsweise die installierte Leistung der Anlage angibt, bekommt man eine Liste der Anbieter, die hier die beste Kombination von Bezugspreisen und Rückspeise oder Überschusseinspeisetarifen anbieten. Wie Sie hier sehen, sieht man hier 294 Euro als Gesamtpreis. Hier sehen Sie dann, wenn man dann auf Energieansicht geht, Energiepreisansicht geht, sieht man auch, wie viel Cent pro Kilowattstunde der Bezug kostet und wie viel Cent pro Kilowattstunde die Überschusseinspeisung an Erlösen bietet, sodass man ganz am Schluss eben dann einen Jahresenergiepreis dann teilweise eben nur noch von 70 oder 50 Euro dann hätte. Auf der Detailseite gibt es dann einen gesonderten Block. Weiterhin, das ist hier nicht eingeblendet, würden Sie sehen die Netzkosten, Sie würden sehen die Energiebezugskosten und dann gibt es eben einen dritten gesonderten Block, wo Sie die Überschusseinspeiseerlöse sehen, in diesem Fall von 121 Euro auf das Jahr gesehen und der würde dann eben von der Gesamtrechnung abgezogen werden. Und den Wert, den Sie vorher gerade gesehen haben, hier die 294, ergeben sich eben als Differenz der zu bezahlenden Kosten und der Erlöse durch die PV-Einspeisung. Auch hier wieder eben runterzuladen, die unterschiedlichen Preisblätter, Vertragsbedingungen und so weiter. Gut. Damit bereits zum letzten Punkt. In Österreich, genauso wie in sehr vielen anderen Ländern, ist die Smart Meter Ausrollung im Laufen. Einige EU-Länder haben diesen Prozess bereits abgeschlossen. Und so langsam kommen auch in Österreich nun die ersten Produkte, die diese neue Technologie auch verwenden, zum Tragen und werden auf dem Markt angeboten. Also ein Beispiel in Oberösterreich, wo es bereits Produkte gibt, die zwischen Wochenende und Nichtwochenendbezug unterscheiden. Wenn man die Herausforderung für uns war, eine Oberfläche zu machen, die diese Art von Produkten erlaubt, darstellen kann, berechnen kann, einerseits. Zweitens aber auch hoffentlich möglichst lange fit ist für künftige Produkte, die noch viel variabler sein könnten. Das Maximum an Variabilität ist, wenn man pro konsumierter Stunde, pro Stunde unterschiedliche Preise vom Lieferanten zu bezahlen hat. Hier gibt es Beispiele in anderen Ländern, wo man einfach den Stundenpreis oder vielleicht sogar den Halbstundenpreis, je nachdem, wie die Mieter ausgestattet sind, plus einem Aufschlag, dem Lieferanten zu bezahlen hat. Das heißt, der Gesamtpreis für den Haushalt hängt extrem vom eigenen Nutzerverhalten während des Tages, während der Woche, während des Jahres ab. Und das soll irgendwie darstellbar sein.
Wir haben uns dann einige Möglichkeiten überlegt, wie man das machen könnte und haben daher neben der reinen Abfrage wie bisher, nämlich die Standardabfrage ohne Smart Meter, zwei Möglichkeiten geschaffen, wie man mit diesen Smart Mietern umgehen kann. Eine der Herausforderungen war auch, oder das Ziel war auch, jetzt in der Phase, bevor man eine erste Jahres-Smart Meter-Datengrundlage hat, bereits Abfragen zu ermöglichen, ohne dass man eben Files hochlädt. Die Hauptvariante, wenn man so möchte, in Zukunft wird wohl sein, dass man über den Smart Meter oder den Netzbetreiber eine Datei erhält, diese Datei über die stündlichen Verbräuche im Haushalt hier hochlädt und dann ermittelt das Tool sozusagen gemäß der Preisangaben der Lieferanten das beste Angebot. Das ist noch teilweise Zukunftsmusik und ist derzeit noch nicht notwendig. Daher, für die erste Phase wird wohl eher die zweite Variante die wichtigere sein, wo man noch kein gemessenes Profil hochlädt, sondern sogenannte Standardprofile auswählen kann, die verbrauchsspezifisch definiert sind. Also wir haben in einem Forschungsauftrag an das AIT in Österreich Profile, 12 Profile ausarbeiten lassen, die quasi typische Stromverbräuche von Haushalten standardisiert darstellen, zum Beispiel eben eine Wohnung mit Abendspitzenverbrauch, eine Wohnung, die vor allem werktags mit einer, auch wieder mit einer Abendspitze, aber am Wochenende mit unterschiedlichem Verhalten ausgestattet sind und so weiter, wo man hier eben unterschiedliche Verbrauchsverhalten auswählen kann. Wenn man das tut, wird automatisiert über unser Tool eben dann ein Jahresprofil hochgeladen und mit dem werden dann die Berechnungen gemacht. Das erlaubt jedem Haushalt bereits, ohne eine erstmalige Jahresablesung sozusagen oder ein ganzes Jahr an Daten bereits Preisvergleiche anzustellen. Das heißt, die Vorteile dieser Lastprofilvorlage ist, dass man bereits ab dem ersten Tag mit Smart Meter eine Berechnung machen kann. Man kann für die Lieferanten haben dann auch die Möglichkeit, zeitabhängige Tarife einzugeben, die sich eben maximal bis zu einer Stundenauflösung unterscheiden können, wo sich Preise jede Stunde ändern könnten. Die Abfrage ist eben aber in diesem rechten Teil limitiert auf die von uns definierten Standardlastprofile. Wir haben in diesem Projekt mit dem AIT aus einem großen Pool angemessenen Daten eben die 12 relevantesten Profile ausgewählt. Und wir haben, und das ist auch eine Besonderheit im Vergleich zu vielen anderen Projekten, vor allem österreichische Daten hier mit einfließen lassen. Wir hoffen, dass wir hier einige Zeit für die Kunden, aber auch die Lieferanten eine ausreichende Plattform zur Verfügung stellen können, um eben künftige Produkte auch hier vergleichbar machen zu können. Sind schon gespannt, wie hier die Entwicklungen weitergehen werden. So, hier zwei Bilder von so typischen Lastprofilen. Sie sehen hier einerseits blau eingezeichnet den Stundenverbrauch während einer Arbeitswoche, grün eingezeichnet den Verbrauch am Wochenende. Und die Kombination dieser beiden Linien machen eben diese 12 Standardprofile dann aus, je nachdem, wo dann vor allem die Spitzen zu liegen kommen, zu Mittag, am Abend oder eben keine Spitze während des Tages. Damit bin ich schon am Schluss. Vielleicht ein kleines Fazit. Was wir sehen, insbesondere in den letzten Jahren auch schon gesehen haben, ist, dass der Wettbewerb sich insbesondere durch eine viel größere Anzahl von Produkten und Dienstleistungen bereits darstellt. Was wir aber erwarten für die Zukunft, ist insbesondere, dass der Dienstleistungscharakter noch viel stärker wird.
Das wird eine laufende Herausforderung für alle Preisvergleichstools sein, auch für unseres. Und das wird sicherlich eine spannende Aufgabe sein, hier up to date zu bleiben. Zweitens, was wir gesehen haben, aufgrund der Anfragen an die E-Control, dass das Thema Prosumer, das heißt die Kombination aus Konsument und Produzent von Strom, immer wichtiger wird. Insofern haben wir hier jetzt mit der Möglichkeit, die Stromeinspeisung aus Eigenproduktion zu kalkulieren, einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir hier da und dort noch weit anpassen müssen, je nachdem, wie die Erfahrungen auf dem Markt sind. Vielleicht noch ein paar Surftipps auf unserer Homepage, die Sie hier sehen, wo Sie insbesondere auf dem letzten Punkt auch noch einen sogenannten Erklärfilm sich anschauen können, wo detailliert erklärt wird, noch einmal, wie der Tarifkalkulator zu verwenden ist. Ganz am Schluss noch ein Hinweis auf das nächste Webinar. Das lautet Ökostrom und Stromkennzeichnung 2017, erneuerbare Energie, top aktuell von meinem Kollegen Harald Breudel. Danke für die Aufmerksamkeit.